So, moin Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Immer noch mit den beiden auf der Brandenburg Tour Bunkercat TV. Ja, wir sind an dem nächsten Bunker angelangt auf unserer Brandenburg Tour. Und ja, wir müssen jetzt so ein bisschen in die Valla Pampa und wir haben jetzt hier gerade schon Fahrzeuge gesehen, die jetzt hier auch parken mit einem Wiesbadener Kennzeichen. Können sein, dass wir da Besucher haben. Also in dem Sinne, bleibt dran und viel Spaß bei diesem Video. Bis gleich. So, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zu diesem besagten Bunker. Und wir haben gerade die Information von den beiden gekriegt, dass wir da ein bisschen den Schnabel halten müssen, weil Nachbar ziemlich in der Nähe und hat einen Hund und der Hund reagiert halt auf, ja, wenn man da rumturnt, dann schlägt er halt an und fängt das Bellen an. Also da vorne ist das Gelände des Nachbars. Hier müssen wir halt so ein bisschen leiser sein, damit der Hund nicht anschlägt. Davon wussten wir jetzt noch gar nichts. Wir haben nur die Information Bunker bekommen, aber das ist ja auch nochmal so eine Art Kaserne oder so eine kleine alte Stadt ist mit so mehreren Gebäuden. Das wussten wir jetzt gar nicht. Das ist der kälteste Bunker, den ich hier war. Tobi hat es gerade schon gesagt, aber ich glaube, das haben wir nicht so auf der Kamera drauf. Der Bunkereingang soll sich in einer alten Lagerhalle befinden. Er geht runter, ne? Der getarnte Eingang. Ja, pass mal auf, wie. Siehst du die ganzen Berge? Ja. Kannst du dir vorstellen, wie tief der ist? Das ist der kälteste Bunker, den wir waren. Leute, ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Das ist richtig kühl. Oh, geh mal da vorne hin, dann merkst du aber, das kommt hier im Schritt 2 Grad Regen. Oh Leute, hier geht's einfach mal direkt ab in den Berg rein. Das hätte man doch gestern machen sollen. Ziemlich kühl. Knackig. Wir haben draußen auch 30 Grad circa. Und wenn wir jetzt hier oben reinkommen und hier sind jetzt gerade angenehme, boah, keine Ahnung, was sind, wie viel Grad sind hier? Das fühlt sich auf jeden Fall sehr kühl an. Also ich tippe mal so um die 13 Grad rum. Boah, das ist echt super angenehm gerade. Oh ja, hier sind noch alte Transportboxen. Einmal bitte übersetzen, was steht da drauf? Zentralbelarussische und ja, da werden, vermute ich mal, Papierunterlagen geliefert worden sein, beziehungsweise aufbewahrt. Aber ich sag mal so, mit den ganzen Abkürzungen und mit den ganzen männischen Wörtern kann ich nichts anfangen, tut mir echt leid, aber irgendwo auf einer der Kisten steht Dokumenten. Und bitte nicht schmeißen. Zerbrechliche Dokumente. Oh, hier geht es ja auch direkt wieder ganz verschachtelt weiter. Überall verschiedene Bunkertüren, wieder kleine Räumchen. Das könnte tatsächlich mal irgendeine Filteranlage gewesen sein mit dem ganzen Sand. Hier da oben sehen wir auch ja, so Schlitze oder Schächte, so kleine Schächte, die nach oben gehen. War wahrscheinlich mal für die Frischluftversorgung. Das ist vollkommen richtig, es ist nämlich ein Kiesbettfilter. Ja, hier unten sieht man jetzt nicht, aber auf der anderen Seite hast du hier nochmal so einen Schlitz mit Stäben und da ist einfach mal gar nichts. Mhm. Und hier hast du die Löcher,
dort hast du dann quasi die Gullis nach oben, siehst sogar Tageslicht, wenn du da reinkrauchst. Ja, das war auch so, ne? Das gibt es aber öfters. Ja. Die haben sie ja fast, gibt ja diese Kohlefilter, gibt es ja auch noch. Natürlich. Also es gibt halt unterschiedliche Filteranlagen, je nachdem für welche Zwecke die genutzt worden sind. Die atomaren, die sind da meistens mit Kohle gefiltert, oder Aktivkohle gefiltert worden. Hier hat es auch auf jeden Fall drin gebrannt. Man sieht es hier vielleicht an der Decke, wie schwarz verwust die ist. Und wir hören die anderen auf jeden Fall irgendwo von da hinten. Und ich würde sagen, wir suchen die jetzt erstmal und gucken uns erstmal auch weiter um. Ja, von der Kiste. Ja, da steht nicht werfen. Nicht werfen. So Leute, kleine Translate-Stunde, da steht nicht werfen. Schön. Das sind sogar noch einige hier, ne? Das ist alles noch von früher. Aber da war dann wahrscheinlich auch ein sowjetischer Bunker. Also, es handelt sich um einen Führungsbunker bzw. einen Rohbau, der im 87 nicht vollendet wurde. Weil er schon sehr intakt aussieht. Also die Grundmauern haben sie definitiv errichten können. Hier vorne sieht er echt sehr sauber aus. Oder? So im Großen und Ganzen hier auch wieder verschiedene Räume, verschiedene Gänge. Oh, schön. Und warum trinken Sie Bier ohne uns? Weil ihr es gerade braucht. Weil ihr ewig braucht, um Bier zu trinken und gesagt hast, du magst keins. Außer hier Bierversuche, Bier oder irgendwie Limo mit drin. Das ist ja scheiße. Außerdem haben wir gerade hier unseren neuen Urbex-Podcast vorgestellt. Schön hier, die Kriegszeit. Schön hier, ne? Ja, das ist der Taco. Oh, warte, ja. Tacos Übernachtungsraum. Ja, ja, ich glaube, schön. Da lag er. Geisteskrank. Oh, hier. Das heißt geisterkrank. Das ist auch mal aus DDR-Produktion. Anzeige ist aus. VEB Kabelwerk Oberspree, Wilhelm Pieck. Oh, ein altes Relikt. Hat sich noch gut gehalten, ne? Ja. Kabeltrommel. Aber jetzt ist aber auch echt groß hier, ne? Eigentlich. Ist nicht. Aber ich kann sehr warten. Ja Leute, auch gerade dieser Raum, der sieht natürlich echt super aus irgendwie. Ne? Das ist echt super angenehm da zu sitzen und alles. Ne? Und ja, hier gibt es halt auch wieder zig verschiedene Gänge. Ich glaube, ich habe mich jetzt theoretisch schon fast verlaufen, weil ich jetzt gar nicht drauf geachtet habe, wo wir überall abgebogen sind. Hier vorne haben wir tatsächlich noch einen Tank. Was kennst du denn jetzt? Du machst mir Angst. Boah. Guck, das sind sogar zwei Tanks. Könnte tatsächlich sogar für Frischwasser sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Da vorne, doch, das wird Frischwasser sein. Da vorne haben wir ein Rohr, was nach unten geht. Da könnte eine Pumpe sein. So eine Art Brunnen halt, ne? So, musst du kurzen? Schade. Dann rückst du jetzt nicht mehr. Aber es sind auch Schwallwände drin. Schön. Musst du jetzt pupsen? Nee, ich muss hier pupsen. Schade. Wollen wir da reinpupsen oder was? Ja, das wäre lustig, glaube ich. Ja, wir schon, ne? Aber ich habe auch gerade keine auf Lager. Scheiße, wenn man braucht. Vielleicht auf dem Rückweg. Das könnte sein. Wie gesagt, das sind auf jeden Fall so eine Art Frischwassertanks. Hier wird ein Brunnen sein, der nach unten gebohrt worden ist und dann in die Tanks mal eingeleitet worden ist, das Wasser. Gehen wir weiter, hier liegt auch noch so eine Art Tank. Vorne geht es auch noch mal weiter und da ist Ende. Ne? Wenn du da um die Ecke gehst, kommst du zum Notausgang, kannst du sehen, wie tiefer sind. Die Spoiler jetzt mal sind keine 15 Meter, aber geh selber mal gucken. Einfach um die so eine Ecke hoch. Das sind 50 Meter. 50 Newtonmeter. Ja, wir gucken uns jetzt gerade noch mal den Notausgang an, weil Stefan sagte, da können wir nach draußen gucken und da können wir auch die Höhe so ein bisschen definieren, wie tief wir hier unter der Erde sind. Aber ich muss sagen, die Bunker, die wir bis jetzt hier betrachtet haben, in dem
Areal, die sind tatsächlich gar nicht tief. Die sind gerade mal so ein bisschen mit Erde bedeckt und ja. So, hier haben wir einen Teil tatsächlich der Lüftungsanlage. Hier auch in dem Fall mit einem Elektromotor betrieben. Und ja, da wird da wahrscheinlich der Notausgang sein. Wir gehen mal gerade rüber und gucken einfach mal. Hier befinden sich tatsächlich so ja, drei Schleusen bzw. drei Türen, die wahrscheinlich so als Schleusen genutzt worden sind, um Druck irgendwie zu lindern, den Druck abzufangen. Und auch hier können wir sehen, dass hier eine massive Stahltür ist. Und ich halte euch jetzt einfach mal gerade hier ein bisschen nach oben. Und ich denke, ich habe jetzt gerade auch mit hochgeguckt. Ich denke, wir sind hier so circa 8 Meter, 6 bis 8 Meter unter der Erde. Also das hält sich alles noch in Grenzen. So, was mir hier zum Beispiel auffällt, ist, dass wir hier immer so eine geriffelte Außenwand haben, beziehungsweise geriffelte Wände und auch eine geriffelte Decke. Ich glaube, das ist lediglich für die Hallunterdrückung hier drin gedacht, dass das hier nicht so extrem schallt und dass dadurch der Schall so ein bisschen unterdrückt wird. Ja, leider von der Ausstattung her, wie gesagt, der Bunker wurde niemals richtig fertiggestellt und nicht in Betrieb genommen. Und somit ist natürlich auch die fehlende Einrichtung zu erklären. Aber gerade dieser Raum hier und die Kisten, die ja noch teilweise rumstehen, die sind schon interessant. Weil hier ist somit auch das Einzige an Einrichtung hier dieses Feldbett. Das könnte tatsächlich von irgendwelchen Arbeitern gewesen sein, die ja dann auch direkt drin gepennt haben. Na, hier ist noch ein Tisch, kann aber auch tatsächlich nachträglich reingestellt worden sein. Nur was mir auffällt, das sind zwischendurch mal immer diese Metalltüren. Ich weiß nicht genau, ob es Türen sind, aber vielleicht sind es auch immer nur Verstrebung, Verstärkung. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ja, es werden wahrscheinlich so Art Türen sein oder zumindest mal geplante Türen. Da vorne ist die Lüftungsanlage wieder und ja, hier kann man quasi direkt neben den Räumen, hier sind halt auf beiden Seiten gegenüberliegende Gänge. Hier haben wir auch wieder so eine Dreifachschleuse und hier steht tatsächlich noch so ein alter Kuhkorn und so ein Zinkeimer. Ja, hier waren wir, glaube ich, schon gewesen. Hier sind auch abermals Kisten und nochmal so eine Art Wassertank oder sowas. Ja, und hier ist der Filter, da müsste dann nur der Ausgang sein. Genau. Dann also gehen wir weiter, wo die Stimmen herkommen. Bitte nicht. Die Katzen sind wasserscheue Tiere. Stefan, du wolltest dich doch eh waschen, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Jo. Mit frischem Morgentau nicht zu waschen. Ich muss meine Hände schon mal alle drüber waschen. Gott, was ist eine Suppe. Ich guck mir das an. 3 Liter Wasser an der Decke, locker. Jetzt schließe ich mich. Ja, hier im hinteren Abteil haben wir tatsächlich noch so einen alten Sicherungskasten mit Schraubsicherung. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier mal für die Stromversorgung vorgesehen war. Hier oben sehen wir auch Kabelkanäle, die überall hier an der Decke entlang gehen. Aber ich denke, das ist alles gar nicht fertiggestellt worden. Hier haben niemals Kabel drin gelegen. Und hier, wo der Stefan gerade mit dem Wasser rumgespielt hat, hier oben seht ihr diese X-Konstruktion als Stahlträger, die sich sogar hier durch die Tropfen unten auf dem Boden nochmal widerspiegelt. Ja, hinten haben wir einen weiteren Zugang. Wir können gerade mal oben rausgucken. Da ist zumindest mal ein Fledermausschlitz. Ja, hier gucken wir quasi nach draußen in den Wald.
Genießers trotz der Feuchtigkeit Wahnsinn, wie gut und einfach diese Tür noch funktioniert. Wir sind durch, ne? So, liebe Leute, wir haben soweit hier alles in diesem Bunker gesehen. Leider nicht fertiggestellt worden, aber trotzdem noch sehenswert und gerade für uns Urbexer auf jeden Fall immer eine Reise wert. Danke an Bunkercat TV, die uns diese Location abermals gezeigt haben und vorgestellt haben. Und danke fürs Zusehen. Lasst ein Däumchen da, lasst bei den beiden ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.